Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2 Season 2. Mein Name ist Bauer und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein Boot geschnappt. Ich kann es euch nochmal zeigen, das ist hier hinten drauf, so ein riesen fettes Teil. Ja, und da fahren uns ein paar hinterher und ich muss mal wieder die andere Kameraperspektive nehmen. Und ich habe hier irgendwie wieder einen kleinen Knoten in meinem Kabel, die ich hier an mir habe. Einmal das Steckmikrofon und einmal Kopfhörer in den Ohren. Oh shit, Alter. So, und das muss ich hier erstmal wieder alles richten, weil das hier sich alles irgendwie wieder vertüdelt hat. Hallo. So. Ja, und jetzt waren wir unterwegs, Alter. Ich bin besoffen unterwegs hier, das gibt's nicht. So, aber wir waren unterwegs Richtung Liverpool mit unserem kleinen Boot. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht einfach an den See, ans Meer gefahren haben, da reingesetzt haben und dann einfach nach Liverpool rübergefahren sind. Hätte man auch machen können, aber so weit ist ETS leider noch nicht. Aber ich habe letztens in wer hat das gepostet? CSS selber hat das, glaube ich, gepostet auf Facebook. Dass bald ein neues DLC rauskommt. Viel davon habe ich aber bisher leider noch nicht gehört. Vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr. Dann schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare rein, was es da geben wird, worum es sich da handelt. Ich habe nur kurz gelesen und kurz zwei, drei Bilder gesehen und dachte so, okay, cooles Teil. Aber so richtig, worum es da ging, wusste ich jetzt nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich gönn mir mal eben einen Schluck so. und. Scheiße, ich muss darüber, ey. Verdammt! Fahr! Ich werde müde, seht ihr? Ich werde schon unkonzentriert. So, nee, aber das nächste Ding ist, ich brauche immer noch jemanden, der mir einen Skin macht. Ich brauche mir immer noch unbedingt einen, der mir einen ETS-LKW-Skin für den Scania macht. Wenn es da jemanden gibt, dann schreibt mich doch mal bitte an. Ich brauche unbedingt jemanden, dann können wir mal ein bisschen quatschen und uns darüber unterhalten. Irgendwie über Teamspeak, Skype oder sonst irgendwie. Ne, falls ihr schüchtern seid oder so, können wir auch gerne schreiben. Habe ich gar keine Probleme mit. Nur cool wäre es, wenn halt sich irgendjemand finden lässt, weil ich das selber leider nicht auf die Reihe kriege. Und ich finde auch immer cool, wenn die Zuschauer ihre Ideen und so mit einbringen können. Dann hat man so ein bisschen diesen Zuschauer- oder diesen Effekt halt, ne? Wenn man jetzt als Zuschauer guckt bei irgendeinem Let's Player und sieht, boah geil, den Skin habe ich gemacht, damit fährt er rum, ne? Da fühlt man sich auch ganz cool bei. Und deswegen gebe ich euch halt gerne die Chance, da mitzuwirken, nur bis jetzt hat da irgendwie noch keiner Bock zu und sagt, nö, keine Lust, du. Und das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht gibt es ja jetzt noch einen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja einen, dann meldet euch doch mal bitte bei mir. Oh shit, da kommt eine. Lalalalalala, wie schnell bin ich gefahren? Witzig. Das ist echt noch, da muss ich nochmal ran. Wisst ihr, was ich meine mit diesen Balken, die ich über letzte Folge drüber gesprochen habe? Ja, das ist dieser obere Balken. Da steht jetzt 60 km/h, D10, den LKW, die Tankanzeige, das Bett, den Brief und die Uhrzeit mit dem Tag. Und die Anzeige möchte ich einfach, nur das möchte ich haben, mittig unten oder oben, wenn das geht. Nur ich habe den richtigen Mod dafür noch nicht gefunden. Das finde ich traurig. Mano, ich möchte den richtigen Mod dafür haben. Ah naja, wir schauen mal weiter, so. Ja, ich weiß, dass ich müde werde, meine Güte, ich habe aber ein fettes Boot hinten drauf. Da könnte ich zur Not drinnen pennen oder halt hier in meiner Fahrerkabine. Oder aber, wenn ich mir jetzt hier irgendwo was zum Pennen finde. Ich kann ja mal auf die Karte schauen. Na, wir schauen mal auf die Karte. Und guck mal da. Bis dahin müssen wir uns noch genügen. Auf der A30, ist das A30? Kann schon sein. Oh, Osnabrück Richtung Liverpool. Das heißt, wir fahren wieder nach... Wir fahren nach Rotterdam diesmal, nicht nach Amsterdam, sondern nach Rotterdam. Und ja,
Wo wir gerade schon hier sind, ja, ich muss jetzt hier nochmal raus, ich muss jetzt hier nochmal Escape machen und den Firmenmanager machen, ja, Firmenmanager. Und dann will ich mal gucken, was meine Fahrer eigentlich so treiben, ne? Die sollen ja nicht nur Däumchen drehen, Georgia, was macht die denn hier? Fernfahrt, alles klar. Ja, die ist schon gut dabei, so. Er hier, hochwertige Fracht mit dem Iveco. Fahrtentagebuch. Ja, Digger, Käse, aha. Panzer hat er schon verfrachtet. Großen Container. Ja, läuft bei denen. So. Ja, die geben jetzt ruhig gut Fett Cash Money Flow. Unsere Bank, was sagt die? Oh, guck mal, den einen, den haben wir bald komplett abbezahlt. Da fehlt nicht mehr viel. Ja, nur noch 22.000. Dann haben wir den auf jeden Fall drin. Und hier haben wir auch nicht mehr viel nach. 1000. Den könnte ich jetzt theoretisch schon komplett zurückzahlen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, vielleicht. Soll ich mal machen? Sicher, dass du 22.000... Ja, möchte ich. Natürlich, gerne. Yes! Freunde, wir haben den ersten Kredit komplett zurückbezahlt. Geilo! So. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch um den einen Kredit kümmern. Ich meine, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, dass das Geld jetzt weg ist. Aber das ist auch gut, weil dann haben wir nur noch einen Kredit abzubezahlen und dann können wir uns ein neues Garagendings kaufen. Das ist eine geile Sache. Da freue ich mich jetzt richtig drauf, ja. Und vielleicht können wir ja auch nochmal in irgendeinem anderen Ort uns eine Garage zulegen. Wie wäre das denn? Das wäre auch was Cooles. Aber ich bin hier richtig hart am wegnickern hier. Das ist nicht so cool. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schnell langsam mal hier die Destination finden, wo wir ein bisschen knacken können, ne? Das ist hier gleich um die Kurve. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ey. P wie Pfeifenwischer, ne? Falls ihr euch daran noch erinnert. Aber da war das Schild. Das heißt, wir sind gleich da, meine lieben Freunde. Wir sind gleich da, wo wir pennen können. Ja? Ups, sorry. Oh, passt das Boot da überhaupt durch? Oh, ich glaube schon, ne? Ja, passt. Passt. Das hier ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Dass man hier ja so einfach reinfährt. So. Ja, und dann steht man hier. Und der Riesenteil, das ist da irgendwo. Ja, hängt da halt so, ne? Vom Firma her. So, auf jeden Fall pennen wir jetzt hier, meine lieben Freunde. Gute Nacht. Hui, 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 hui. Oh, das war ja schnell. Das war ja schnell. Und es regnet nicht mehr. Das ist natürlich toll. Pfeifenwischer wieder aus. Dann schauen wir mal, was hier an Verkehr so... Wow, Alter, nicht so schnell. Oh, ich wollte gerade sagen, das schaffe ich. Lalalala. Komm, fahrt. So. Weiter geht die Post. Und dann fahren wir mal Richtung Liverpool, meine lieben Freunde. Hier hätten wir auch noch übrigens noch pennen können. Das, habe ich aber gedacht, nee. Pennen mal wie gewohnt, ne? Auf der Tanke, auf der Raststätte da. Das ist schon alles okay. So, wo sind wir jetzt? In. Kann ich nicht lesen. War zu schnell. So. Aber meine lieben Freunde, ich sehe wieder, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Das geht so schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es natürlich wie immer Spaß gebracht, ansonsten würde ich es nicht machen. Und ja, mich würde es recht freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Oder eventuell das ein oder andere Kommentar schreibt, falls ihr mir einen Skin machen könnt. Ja, probiert euch dran und schickt mir den einfach zu oder schreibt mich an und dann können wir Details durchgehen. Würde ich mich auch richtig drüber freuen, weil wenn die Zuschauer da ein bisschen mit aktiv
das Ganze gestalten können. Finde ich immer cooler, als wenn ich mein eigenes Ding mache. Deswegen gebe ich euch die Möglichkeit, nehmt sie bitte wahr. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weitermachen, ETS 2. Bis dahin, haut ihr rein, euer Bauer, ciao, ciao. Ja, das war wieder schon wieder eine schnelle Folge. Das geht recht schnell, die 10 Minuten, die gehen wirklich verdammt schnell rum. Aber wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Teilt das Video auch ganz gerne mit euren Freunden, Familie und Co. Das würde mich auch richtig freuen. Und wenn ihr einen Skin machen könnt, wie ich schon gerade gesagt habe, schreibt mich einfach an oder probiert, was ihr euch an Ideen habt oder was ihr an Ideen habt, macht es, setzt es um und schickt es mir dann zu. Ich gucke mir das dann an und dann schaue ich mir den coolen Skin an und benutze den dann. Das heißt, dann wirst du in diesem Let's Play verewigt mit deinem gemachten Skin für mich. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn du aber meinst, ey, ich möchte aber auch hören, was der Bauer sozusagen hat, was der für Ideen hat, dann schreib mich an, dann können wir gerne irgendwie quatschen, schreiben, was auch immer. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.